Ein bekannteres Beispiel in jedem Zoo finden wir es, die Giraffe. Wir finden in jedem Lehrbuch die schöne Erklärung. Also wir haben die Kurzhalsgiraffe, das Okapi, wir haben die Langhalsgiraffe. Das Okapi ungefähr 2 Meter, Langhalsgiraffe bis 6 Meter. Wie wird aus einer Kurzhalsgiraffe eine Langhalsgiraffe? Indem sich die Kurzhalsgiraffe immer nach oben gestreckt hat, nach den letzten paar Blättern, die noch zu finden waren in Zeiten der Dürre. Und die Tiere mit den längeren Hälsen, die zufällig durch Mutationen einen langen Hals hatten, überlebten, pflanzten sich fort und in Millionen von Jahren war die Langhalsgiraffe fertig. Jetzt sieht man sich mal an, wie der Dawkins es dargestellt hat. Der hat die Kurzhalsgiraffe, das Okapi, und die Langhalsgiraffe so dargestellt, oben drüber. Und jetzt habe ich mal Folgendes gemacht, ich habe sie mal auf gleicher Ebene gebracht. Die sieht ja viel größer aus, wenn sie oben drüber steht, als wenn sie direkt daneben steht. Und das ist schon ein bisschen kleiner geworden, nicht? In dem Eindruck, in dem visuellen Eindruck, den man da hat. Es ist nichts verändert an der realen Größe der Darstellung. Und dann habe ich nachgeschaut, wie der große Okapi denn wirklich ist. Und zwar aus Bertelsmanns Lexikothek, da gibt es so Schattenrisse, Mensch, Langhalsgiraffe, Kurzhalsgiraffe. Da sieht man, dass der Dawkins also ganz schön übertrieben hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und warum hat er übertrieben? Ich wage zu vermuten, er möchte den Unterschied zwischen Kurzhalsgiraffe und Langhalsgiraffe als nicht so gravierend darstellen. Das ist meine persönliche Vermutung, die ich dazu sagen möchte. So, und wie stellt sich Darwin das vor? Wir haben es ja unten schon gesehen. Hier wird es Darwin dargestellt, über tausende von Zwischenstufen wird aus einer kleinen Giraffe in Millionen von Jahren eine große Giraffe. Aus einem Okapi-ähnlichen Tier eine Langhalsgiraffe. So, diese Giraffe ist ein lebendes Fossil, das heißt, die ist nach den heutigen geologischen Berechnungen mindestens 12 Millionen Jahre alt, nach den Publikationen, und sie erscheint abrupt im Fossilbericht. Die hat eine Verdopplung eines Halswirbels aufzunehmen, die hat also in allen Lehrbüchern steht auch 7 Halswirbel, nach einem der führenden Giraffenforscher hat sie 8. Dafür gibt es auch ein Internet, ein 120 Seiten Ausführungen zu den speziellen anatomischen Fragen, wer sich dafür interessiert, der sei auf diese Literatur hingewiesen, die ich erwähnt hatte. Wenn das so ist, dass tatsächlich ein Halswirbel verdoppelt ist, dass also statt 7, 8 sind, wie ist das möglich, wenn die natürliche Selektion niemals einen Sprung machen kann? Wir haben ja vorhin Darwin zitiert, es geht immer über ganz fast unsichtbare Zwischenformen, über Tausende und Abertausende und Zehntausende und was hatten wir alles. Und sie kann niemals einen Sprung machen. Da wurde die Selektionstheorie schon mal in Schwierigkeiten gegangen. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, die man dazu mal erwähnen möchte. Hier habe ich mal erwähnt, diese funktionale Synorganisation mit der Langhalsgiraffe. Also man kann nicht einfach Folgendes machen. Man kann nicht eine Mutation erzeugen und lang ist der Hals und flach ist die Giraffe und galoppiert durch die Serengeti. Denn wenn man Blut bis zu 5,88 Meter in die Höhe pumpen soll, dann braucht man auch ein starkes Herz. Bei der Giraffe wird es 10 Kilo und hat 8 cm dicke Wände. Gibt es jemanden in der Zuhörerschaft, der einen zu hohen Blutdruck hat? Würde der sich so frei sein, sich zu melden und sagen, wie hoch sein Blutdruck ist? Alle gesund hier in Ingenheim, gibt es eine gesunde Menschheit, alles. Also letztens hatte ich die Frage gestellt, hat jemand 170 gehabt? Und dann konnte ich sagen, die Giraffe hatte 340 Systole und Diastole 230. Das Doppelte. Wir Menschen, wir würden tot umfallen. Wenn die Giraffe aber so einen gewaltigen Blutdruck hat, um das Blut bis zum Kopf zu transportieren, dann braucht sie natürlich auch ein Blutdruckkontrollsystem. Also man stellt sich vor, die Giraffe hat eine Mutation, die Giraffe hat sich lang, die Giraffe beugt sich nieder, will was trinken. Was passiert? Blutdruck ist 340, wird noch stärker, die Giraffe wird ohnmächtig und plumps. Das war die Evolution am Ende der ganzen Giraffe in diesem Falle gewesen. Es geht also nicht, dass man einfach eine Struktur verlängert. Es müssen viele andere Strukturen dazu passend sein. Darum hat sie spezielle Klappen, die den Blutzufuhr in dem Hals regulieren.
Sie hat spezielle Klappen. Und die Arterien drin sind entsprechend stark. Sie hat ein komplettes Blutdruckkontrollsystem in Form auch des Rete Mirabile, des Wundernetzes, was speziell ausgebildet ist an der Basis des Gehirns der Giraffe. Die Haut wirkt wie, hat eine ganz besonders starke Haut, die wie ein Anti-Schwerkraftanzug wirkt, der von Piloten von schnellen Flugzeugen getragen wird. Also im Zweiten Weltkrieg hat man die Giraffe studiert, um festzustellen, was brauche ich für Anzüge und Methoden, um einen Piloten sicher auf hohe Fluggeschwindigkeit bringen zu können. Die Giraffe hat also einen Anti-Schwerkraftanzug an, würde ich mal so sagen. Die Luftröhre hat natürlich ein großes Volumen, das ist jetzt zwei Meter länger als bei der Kurzhalsgiraffe. Und da gibt es 2,5 Liter Dead Space, totes Volumen. Die Giraffe muss daher viel schneller atmen. Sie atmet 20 Mal in der Minute, der Mensch 12 Mal, meine Frau 14 Mal habe ich gezählt, als ich gestanden habe, und der Elefant 10 Mal. Viele Muskeln, Sehnen und Knochen müssen entsprechend für die neue Säule modifiziert werden, Südorganisation. Jetzt stellt man sich vor, dieser hohe Blutdruck in den Beinen, die Giraffe verletzt, läuft irgendwo gegen Dornen oder irgendwas, die wurde ja sofort starke Blutverluste haben. Sie hat daher die Arterien und Venen sehr tief gelegen und die Kapillaren haben einen extrem kleinen Durchmesser. Entsprechend sind im Vergleich zum Menschen die roten Blutkörperchen nur etwa ein Drittel so groß. Es muss, hat ein Verfasser eines Buches hier geschrieben, es muss, wenn ein Lebewesen sich zu seinem Vorteil ändern will, sich schlechterdings alles an ihm wandeln. Also es geht nicht einfach mit einer Mutation, sag ich mal, fertig ist die Giraffe mit einer großen Mutation, was sogar in diesem Fall, in diesem Ausnahmsweise, in diesem Fall von Dawkins mit einbezogen wird in die Argumentation. Es muss sich schlechterdings alles an ihm machen, es muss alles aufeinander abgestimmt sein. Aber da gibt es noch einen Punkt. Man kann doch im Zoo sehr schön sehen. Die Giraffenbullen sind 1 bis 1,5 Meter größer als die Giraffenkühe. Und nun hatten wir ja gehört, die Erklärung war, dass die kleine Giraffe in Not geraten ist und sich immer nach oben gereckt hat hier und dann über tausende von Zwischenstufen ganz langsam größer geworden ist. Jetzt haben wir aber diesen sexuellen Dimorphismus, das heißt, die Weibchen sind in dem Falle 1 bis 1,5 Meter kleiner als die Männchen. Wenn es also so wäre, dass nur die größten Tiere überlebt hätten, dann hätten nur die Giraffenbullen überlebt und die Giraffenkühe, die 1 Meter kürzer, 1,5 Meter kürzer sind, würden dann doch etwas in Schwierigkeiten geraten von den Kleinen, von den Nachkommen mal ganz abgesehen, ja 2 Meter, 1,80 Meter im Konnatur oder eins jetzt vor kurzem, wo 1,65 Meter groß sind. Die kommen ja auch alle oben da nicht mehr ran. Die kleinen Giraffen, die nehmen schon sehr früh auch Blätter von Akazien auf, zusätzlich zu ihrer Milchaufnahme bei der Kuh, bei der Giraffenkuh. Also, die Lehrbucherklärung berücksichtigt nicht den sexuellen Dimorphismus der Giraffe und sie berücksichtigt auch nicht die Südorganisation. Jedenfalls habe ich bisher darüber nichts gefunden.